Viele Vlogs gibt es hier auf dem Kanal nicht, aber es gibt ein Thema, was ich mit euch heute mal wieder in Form eines Vlogs besprechen möchte, und das ist die Textilienindustrie. Und was ich damit meine, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit in Bezug von Kleidung. Und ihr wisst ja, ich habe ja das Format des nachhaltigen Kleiderschranks hier auf dem Kanal, was mir auch ein wichtiges Thema ist. Und ich habe vor ein paar Jahren für mich entschieden, keine neue Kleidung mehr zu kaufen. Und wenn sie neu ist, dann kaufe ich sie nachhaltig. Also ich habe grob noch 1% herkömmliche Kleidung. Also da kam seltenst noch was dazu. Manchmal kommt man nicht drum rum. Aber ich versuche schon, das meiste eben, was ich neu kaufe, nachhaltig zu kaufen. Und was ich sonst noch so kaufe, das kaufe ich eben Secondhand. Man kann so sagen, 94% grob sind Secondhand-Ware, was ich im Kleiderschrank habe. Der Rest, so grob 1% eher ein bisschen weniger, ist herkömmliche Kleidung und der Rest ist dann nachhaltige Kleidung. Diese nachhaltige Kleidung sammelt sich bei mir auch zusammen. Ich habe auch nicht das Geld, um mir massenweise irgendwie neue und tolle Kleidung zu kaufen. Aber das ist auch schon diese Denkweise, die sich für uns einfach verändern muss. Wir müssen nicht von heute auf morgen alles umstellen, einen komplett neuen Kleiderschrank kaufen, 5, 6, 7 neue Teile holen und die ganze Geschichte nochmals wiederholen. So hat es bei mir beispielsweise begonnen, als ich gesagt habe, vor, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, lasst 3 Jahre her sein, lasst 4 Jahre her sein, 4 Jahre sind es wahrscheinlich nicht, aber als ich mir diesen Pulli auf dem Flohmarkt geholt habe, habe ich entschieden, jetzt ab dem Punkt kaufe ich nichts Neues mehr. Ne? Also der symbolisiert halt schon diese Entscheidung, jetzt hole ich mir eigentlich nur noch Secondhand-Ware. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt war ich auch in keinem H&M-Laden mehr. Ich musste gerade überlegen, ob es irgendwann mal noch den Grund gab, dass ich irgendwie einen H&M oder einen Zara betreten habe, aber eigentlich eher weniger. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich halt hergegangen und habe mir meine Kleidungsstücke, also ich habe mehr über meinen Stil erfahren, als ich Secondhand angefangen habe, als ich das vorher irgendwie hatte. Also ich war, als ich normal in den Laden gegangen bin, war ich immer getrieben von der Werbung, war ein bisschen abgelenkt, die Stars. Aber als ich angefangen habe, vermehrt nur noch Secondhand zu kaufen oder eben nachhaltig zu kaufen, habe ich mich schon ein bisschen genauer gefragt, was möchte ich eigentlich, was steht mir, was steht mir nicht. Und wo fühle ich mich eigentlich wohl? Es gab schon ein paar Ausreißer, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Aber das ist jetzt in all den Jahren, kann man die Ausreißer wirklich an einer Hand abzählen, was wirklich in Ordnung ist. Wir müssen uns einfach auch Gedanken machen, wie viele Kleidungsstücke wir brauchen. Brauchen wir wirklich so einen vollen Kleiderschrank? Müssen wir ständig wirklich anders aussehen? Ich mache hier gerade das Projekt 333 zum zweiten Mal. 333 bedeutet 3 Monate mit 33 Kleidungsstücken auskommen. Und ich muss euch sagen, es geht ohne weiteres. Klar, es ist in manchen Hinsichten ist es ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Und ich habe schon auch so ein bisschen den Egoismus in mir, dass ich mir schon manchmal sage, so, oh, jetzt fühle ich mich aber schon ein bisschen langweilig. Ich ziehe nur noch die gleichen Kleidungsstücke an, aber das ist mehr oder minder etwas, was mich selber betrifft. Dein Gegenüber sieht das nicht. Denn wenn du deinen Kollegen im Büro fragst, was hattest du letzte Woche an oder was hattest du gestern oder vorgestern an, kann das dein Kollege oder deine Kollegin noch nicht mal mehr sagen, weil es einfach egal ist. Es ist definitiv egal. Klar, es ist wichtig, beim Arbeiten gepflegt und sauber rumzulaufen. Es ist wichtig, dass man eben seine Standardgarderobe hat und dass man eben Teile miteinander kombinieren kann und dass man eben anständig aussieht oder so, dass man sich halt eben wohl fühlt. Das ist schon wichtig. Und so ein gewisses Grundgerüst muss dein Kleiderschrank eben schon haben.
Aber er muss nicht vollgestopft sein mit irgendwelchen Kleidungsstücken, die du eh nach einer gewissen Zeit nicht mehr trägst, weil du den Impuls hast, ständig neue Klamotten zu kaufen. Ich habe ja im Moment Kaufstopp. Ich kaufe mir nur die Dinge, die kaputt gehen. Nur ein gewisser kleiner Teil, und das ist bei mir eine Tasche jetzt gewesen, durfte bei mir wieder einziehen, weil ich meine kleine Tasche einfach kaputt gemacht habe. Und auch bei der Tasche ist es so, das ist halt Müll, ne? Das ist halt schlicht und ergreifend Müll danach. Und auch ich muss da einfach dazulernen und überlegen, wie kann ich anders kaufen? Weil wir sollten Hersteller honorieren, die eben ihre Kleidungsstücke oder auch Gebrauchsgegenstände so produzieren, dass man sie halt eben reparieren kann. Ich habe jetzt zum ersten Mal Chucks oder Athletics-Schuhe, die ich mir mal zum Geburtstag gekauft habe, reparieren lassen, weil sie halt abgelaufen waren. Ich muss aber auch sagen, ich habe einen unwahrscheinlichen Latschegang. Jetzt hat Athletics aber auch eine unwahrscheinlich weiche Sohle verarbeitet und die laufe ich halt dann dementsprechend auch durch. Und die Sohle war durchgelaufen und ich habe die beim Schuhmacher reparieren lassen, weil ich hatte schon wieder so diesen Grundgedanke, ja, ich lasse jetzt, ich kaufe mir jetzt neue Schuhe und das ist aber gar nicht notwendig, denn der alte Schuh ist immer noch Schuh, bloß weil die Sohle nicht mehr überall gleich ist, bedeutet das nicht, dass der Schuh kaputt ist. Und deswegen bin ich da eben hergegangen und bin dann zum Schuhmacher gegangen, habe mir das Ganze reparieren lassen für 12 Euro oder so. Da kann ich echt auch nichts sagen. Und vor allem diese Schuhe, das sind von mir eingetragen. In denen tun mir die Füße nicht weh und sie sind super bequem. Also nicht notwendig, da irgendwie was Neues zu kaufen. Auch wenn mein Grundgedanke der ist, eben alles, was ich neu kaufe, dass ich das nachhaltig kaufe. Aber auch nachhaltig produzierte Kleidungsstücke verbrauchen eben Energie. Das darf man einfach nicht vergessen. Macht euch bitte auch weiterhin wieder Gedanken darüber, wie euer Konsumverhalten ist. Welche Kleidungsstücke ihr wirklich braucht, was müsst ihr euch wirklich anschaffen, um von A nach B zu kommen. Bei mir ist es beispielsweise jetzt Regenkleidung. Ich brauche dringend neue Regenkleidung, denn ich habe kein Auto mehr und werde jetzt ab sofort mehr mit dem Fahrrad fahren. Es muss einfach so sein, dass wir Hersteller honorieren, wenn sie Kleidung herstellen, die man auch reparieren kann. Denn Fakt ist, die meisten Hersteller schmeißen so viel Kleidungsstücke auf den Markt, die sie noch nicht mal mehr verkaufen können, und sie landen in Afrika. Der allerkleinste Teil von diesen Kleidungsstücken kann weiterverarbeitet werden, denn wir haben einfach das Problem der Mischfaser. Na, also es werden viel zu wenig sortenreine Kleidungsstücke hergestellt, und da müssen wir einfach Hersteller wirklich honorieren, die sortenrein produzieren. Guckt ein bisschen mehr auf kleine Labels. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Denn so kann es nicht weitergehen. Und Hersteller vor allem müssen bestraft werden, die weiterhin so agieren, wie sie agieren. Und das Schlimmste in diesen Vlogs, die ich euch verlinkt habe, ist, dass sie mal von H&M diese Conscience Collection in die Kamera hält. Und da nicht nur ein Teil, sondern zig Teile in die Kamera hält. Und man hat ihren Schock so in den Augen gesehen. Das ist eure Conscience Collection. Hier landet sie. Weil am Ende sind solche Marken natürlich an Greenwashing interessiert. Ne? Also sie handeln immer noch gleich. Denn sie wissen marketingtechnisch, Greenwashing, der Mensch möchte ein bisschen Nachhaltigkeit haben, also verkaufen wir einen gewissen Ansatz an Nachhaltigkeit und fertig. Aber was bezweckt dieses große Unternehmen damit? Das sollte man sich eben auch immer fragen. Na, und ich wusste schon immer, dass da eben H&M nicht zu vertrauen ist, definitiv nicht. So machen das aber auch leider andere Unternehmen. Also unterstützt in der Hinsicht. Besser kleinere Unternehmen, kauft weniger Kleidung ein, kauft aber bessere Kleidung ein. Das ist wirklich wichtig. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.